Ja, Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Pottananda. Ganz spontan, mal eben aus dem Essener Stadtwald. Ja, der Grund rückt immer näher, ne, warum ich hier unterwegs bin. Und zwar, ihr wisst Bescheid, der Zollvereinsteig, Samstag soll stattfinden. Mal gucken, wie das Wetter wird. Mal gucken, wie es insgesamt wird, ob wir das überhaupt schaffen. Wer noch so mitkommt oder auch nicht. Fakt ist, ich probiere das einfach mal aus. Und dazu habe ich mir einen anderen Rucksack gepackt. Und zwar ist das ein einfacher Rucksack von Miltec Tactical Backpack Seals Dryback oder was auch immer das Ding heißt. Aber so ein wasserdichter Wickelsack, den habe ich noch ein bisschen modifiziert und komme irgendwie trotzdem auf 8 Kilo inklusive Verpflegung. Ja, und das Ganze würde ich jetzt einmal versuchen einzutragen. Mal gucken, wir laufen ein Stück Richtung Baldeneysteig und erfreuen uns da an den Ruhrhöhen. Seid dabei und kommt ein Stück mit. So, und erstaunlicherweise trägt sich das Ding gar nicht mal so schlecht. Ja, das Eigengewicht ist vielleicht ein bisschen höher. Aber mal gucken, wie es wird, ob man darunter schwitzt. Ja, ansonsten erstmal ganz positiv überrascht. Aber das sind ja auch noch keine 1,5 Kilometer, ne? Ja, und natürlich geht es auch hier wieder Berg rauf. Wir kennen es nicht anders. Es ist noch ordentlich warm, schön mild. Also ich stehe wieder im eigenen Saft. Ah, so, wir sind natürlich auch wieder viel zu spät losgelaufen. Von daher werden wir ganz sicher in die Dunkelheit reinlaufen. Dafür ist aber auch gesorgt, Taschenlampe ist dabei. Also die Saison geht auch wieder los. Und wir sind schon hier auf den anspruchsvollen Faden des Baldeneysteigs auf den Ruhrhöhen. Ja, und so laufen wir einfach mal ein paar Meter, gucken, wie weit ich Lust habe. Vielleicht nachher noch mal eine Runde am See entlang. Ja, ich genieße das. Wunderschön. Mir klopft und hämmert's am Baum. Das ist Wahnsinn. Also, Natur lebt. Schön. Ja, und der Rucksack heißt genau Miltec Tactical Backpack Seals Dryback. Ja, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern das Ding habe ich mir selber gekauft. Da habe ich nichts von. Aber ich sag mal so, die Erfahrung kann man auf jeden Fall mal austauschen. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich teste das auch mal gerade. Vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt auch gerade in der feuchten Jahreszeit habe ich nicht immer Lust, da so ein Raincover drüber zu ziehen. Und wenn hier so ein Dryback, so ein Wickelsack eine Alternative darstellt, dann probieren wir das einfach mal aus. Weiter geht's. Ja, der Vorteil ist, wenn man später losläuft, das Licht ist einfach am besten, ne? Und so genießt man hier einfach ein Wahnsinnspanorama. Gut, der Fluglärm, der stört ein kleines bisschen, aber die Abendsonne hier über dem Baldeneysee eher unbezahlbar. So,
the most epic Wandermoments hier in Essen South. Ist das nicht geil? Herrlich. Und schon sind wir bei der Ruine Isenburg. Auch immer wieder ein tolles Ausflugsziel. Ja, natürlich ist die Korteklippe auch ein absoluter Topspot hier in Essen, gerade bei Sonnenuntergang. Was kann es Schöneres geben? Von der Korteklippe bin ich jetzt bis zum See herabgestiegen, einfach die Ruhrhöhen entlang und genieße jetzt diese wunderbare Abendstimmung hier am See. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, ich habe euch ja gesagt, ihr könnt mich auch wieder schnaufen sehen und hören, ne? So, jetzt ging es ja gerade schön, flach am See entlang, wunderbare Impression, tolle Natur. Und wenn du unten bist, ne, musst du natürlich wieder nach oben. Genau, das machen wir jetzt. Nächster Ausflugsziel, der Hermannsblick. Auf geht's. So, nochmal ein kurzes Fazit hier zum Rucki. Bis jetzt bin ich erstmal angenehm überrascht. Trägt sich ganz okay, trotz des etwas höheren Eigengewichtes. Ja, gut, bisschen warm, lässt sich aber auch noch gut ertragen. Ich habe den jetzt mit Pouches bepackt, Gewicht gut verteilt. Der sitzt eigentlich angenehmer auf dem Puckel, als ich echt das geglaubt habe. Mal schauen, wie er sich im Regen macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtig zusammengewickelt habe oben. Wie gesagt, noch ein paar Pouches habe ich noch zusätzlich installiert. Die dürften aber auch wasserabweisend oder so sein. Von daher ist das eher so ein unkomplizierter Packsack, den man mal eben schnell mitnehmen kann. Und ich sag mal, mit 35 Liter hat er jetzt auch nicht die Welt gekostet. Ich sag mal, guter Gebrauchsgegenstand. Ich freue mich. Ich glaube, wir kommen noch in der Abenddämmerung zu Hause an. Ich nehme noch einen etwas abenteuerlicheren Weg. Ansonsten dürfte es genau noch so einigermaßen in der Dämmerung reichen, bis ich zu Hause bin. Keine Ahnung, ein paar Kilometerchen. Ja, drückt die Daumen, ne, am Samstag. Ob ich jetzt schaffe, Zollvereinsteig, 26 Kilometer, mal gucken, was passiert. Ansonsten, ja, ist ja keine Schande, ne? Laufen wir einfach mal los, lasst uns überraschen, machen uns einen schönen Tag. Das wünsche ich euch auch. Bleibt gesund bis dahin. Vergesst das Rausgehen nicht. Euer Schrömi von Potterlander. Ciao.